Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mogens Jakob von den Fragda und ich bin in Battle of the Bulge, was mit eins der bescheuertsten Wörter im Englischen ist, die ich kenne von der Aussprache. Und soweit ich mich richtig entsinne, an einen amerikanischen Kameraden, gut, Amerikaner sprechen eh eine ganz absurde Form vom Englischen, aber egal, auf jeden Fall hat der mir gesagt, das heißt Bulge. Battle of the Bulge. Für mich hört sich immer an, als ob ein Kölner nach 15 Kölsch rülpsen müsste. Aber egal. Es heißt auf jeden Fall übersetzt die Schlacht der Beule oder der Ausbuchtung. Damit ist, wie man im Vorspann, im Intro Schmidt gekriegt hat, die Ardennenoffensive der Deutschen gemeint, eben die Wacht am Rhein. Und wobei das Intro das wieder mal total überdramatisiert, die größte Schlacht der Alliierten. Naja, kann man mal sehr drüber streiten, aber sei es drum. Für die Amerikaner ist das wichtig. Da können sie wieder den Dicken markieren. Haben sich eh mit relativ wenig Ruhm bekleckert während des Zweiten Weltkriegs in Europa, was tatsächlich infanteristische Kampfleistung angeht. Die Amerikaner haben in Europa den Krieg gewonnen durch Bombardements, Massenbombardements. Im Pazifikraum, ja, da ist es unbestritten. Die amerikanischen Marines haben geblutet wie die Schweine in ihrem Inselspringen. Da muss man einfach mal sagen, Respekt und Anerkennung für die infanteristische Kampfesleistung, vor allem des Marine Corps. Aber was die Alliierten, die Westalliierten, also die amerikanischen vor allem Westalliierten in Nordafrika, Italien, in Frankreich geliefert haben, war in erster Linie, bombt die Deutschen in Grund und Boden und rollt den Rest mit Massentruppen einfach auf. Ne? Und wenn sie mal ernsthaft in den Nahkampf mussten, sagen wir es mal so, dann lief es als eher bescheiden. So. Wobei andererseits, wir könnten mal kurz ein Tutorial machen. Ich gehe zwar stark davon aus, dass wir ein Strategiespiel vor uns haben, wobei ein Shooter wäre natürlich eigentlich auch ziemlich geil in dem Setting. Hätte was. Ein Action-Adventure fände ich jetzt irgendwie seltsam. Aber, also nee, okay, ist eine Strategie, okay. Okay, wir stellen nochmal kurz die Settings um. Gerade eben, dass das eher bedingt gut funktioniert. Machen wir mal ganz leise. Ah, halt.
Okay, das war das Tutorial. Okay, wir haben also ein rundenbasiertes Strategiespiel zur Ardennenoffensive. Gut, die Ardennenoffensive war natürlich Käse für die Deutschen. Man hat im Prinzip die Ostfront entblößt, alles was noch halbwegs laufen und schießen konnte und rollen, und hat man nach Westen gekarrt, damit sie dann nochmal eine Großoffensive machen, wieder an der Mars, also wieder an den Ardennen und an der zum Marsdurchbruch, was man im Prinzip schon 1940 hier gemacht hat. Diesmal allerdings unter natürlich deutlich schlechteren Bedingungen. Ja, man hatte keinen Sprit. Die deutschen Panzer und Sturmgeschütze, die man zusammengeschoben hat, waren ja alle ganz hübsch anzusehen, aber man hat halt einfach keinen Sprit für die Dinge. Deshalb war der Plan, man hoffte, die Amerikaner überrumpeln zu können und amerikanischen Sprit ermeuten zu können. Das funktionierte dann doch eher nicht. Ja, lag unter anderem daran, dass Amerikaner ihr eigenes Sprit vernichtet haben, die Deutschen blöd geguckt haben. Die meisten deutschen Panzer in Ardennenoffensive standen am Ende des Gefechts irgendwo in Landschaft rum, die Deutschen sind zu Fuß heimgelaufen oder haben sich ergeben in Kriegsgefangenschaft gegangen. Oder waren tot. Hm? Die Ardennenoffensive hatte zudem das große Problem, die Amerikaner hatten die, also die Westalliierten oder generell, ja, hatten die absolute Luftüberlegenheit. Jede Bewegung am helllichten Tag war Todesurteil. Die Amerikaner und die Briten haben alles weggebombt, was nicht bei drei irgendwo im Loch war. Die haben gnadenlos alles weggerotzt, was gezuckt hat. Ja, da gibt es ziemlich heftige Bilder, kann man sich angucken. Unter anderem sieht man da auch immer sehr schön, ich habe hier immer so ein Riesenproblem mit den amerikanischen Kollegen in der Militärgeschichte. Amerikanische Militärhistoriker feiern sich gerne selbst. Die amerikanische Armee ist die geilste Armee der Welt. Da geht's den ganzen Tag. Ja. Und wenn die dann eine Doku machen, dann versuchen die natürlich, die bei Hitlery Channel, also bei History Channel, unterzubringen. Und damit Amerikaner eine Doku gucken, muss es ja ganz der Knall scheppern und von links nach rechts müssen da irgendwelche Panzer das Bild fahren. Und der Feind muss natürlich großartig, super stark sein, dass Amerikaner auch was zu gewinnen hat. Wäre der Feind einfach zu besiegen, wäre das ja kein großartiger Sieg, dann fühlt man sich nicht besonders geil. Und deshalb, die Amerikaner lieben diese Legende der motorisierten und gepanzerten Wehrmacht. Das ist natürlich Bullshit. Das ist eine etwas, was ganz gern verbreitet wird und leider auch von europäischen Dokus immer wieder mal aufgenommen wird, weil auch der europäische Zuschauer in der abends, wenn er vor der Glotze hockt und sich berieseln lässt, will Panzer angucken. Ne? World of Tanks und Wars an der Langnet, wenn man Panzer im Fernsehen gucke. Und es ist halt doof, wenn man irgendwelche Wehrmachtssoldaten durchs Bild laufen sieht, mit qualmenden Socken und ein Pferd an der Leine zieht oder so ein Maultier. Das ist zwar hübsch und idyllisch, aber das passt nicht ins Bild, man will Panzer. Jetzt hatte die Wehrmacht allerdings leider nicht viele Panzer und der Großteil der deutschen Wehrmacht marschierte nun mal zu Fuß durch die Landschaft. Man hat die Züge genutzt, hat sie von A nach B mit dem Zug und zu C mussten sie zu Fuß laufen. War nicht schön, ja? Ist aber halt nun mal so. Und absolut essentiell für die Wehrmacht war das Pferd. Das Pferd war bis 1945 das absolut ausschlaggebende Transportmittel bzw. Zugmittel der deutschen Wehrmacht. Das hat nicht keinen Sprit gebraucht, das hat nur Gras gefressen oder Heu oder Hafer. Und wenn es das nicht zu fressen gekriegt hat, ist es gestorben, dann muss der deutsche Landwirt die Scheiße allein ziehen. Das hat er auch nicht gut gefunden. Ja, da sich irgendwelche Beutepferdchen und Maultiere, weiß ja geil was, und Kühe, ja, Ochsen, alles mögliche wurde davor gespannt. Scheiße, ja, Rentiere in Nordrussland. Hauptsache man muss die Scheiße nicht selber ziehen. Sprit hatte man nämlich einfach mal nicht. Und selbst wenn man mal Sprit hatte, hatte man oft keine Fahrzeuge. Da sieht man immer ganz schön auf Bildern, die Wehrmacht hat echt alles sich abgekrallt, was irgendwie Räder hatte und rollen konnte. Weil man halt einfach nicht genug selbst produzieren konnte. Ja? Das Arschloch aus Österreich ist an die Macht gekommen und hat wie ein Bekloppter Richtung Krieg gegeiert. Leider zu sein, also aus seiner Sicht leider hat es ja 38 schon zum Krieg geklappt, weil die Westalliierten ja bei Böhmen nachgegeben haben. In der Tschechoslowakei in der Krise, ja, Prag, gab es nochmal Aufschub, fand er kacke, hätte ja lieber Krieg geführt, die von der Wehrmacht war alle relativ erleichtert. 39 hat er dann seinen Scheißkrieg gekriegt, den er unbedingt mit aller Gewalt haben wollte. Und deshalb war die deutsche Marine nicht kriegsbereit, die Luftwaffe war nicht kriegsbereit, auch wenn der fette Göring das dachte. Und die Wehrmacht war es natürlich erst recht nicht. Und deshalb haben die echt jeden Scheiß genommen, den sie kriegen konnten, und haben durch die Landschaft gegeiert. Problem war, natürlich hatte man 50.000 verschiedene Fahrzeuge, natürlich jede Menge Beutefahrzeuge, da hatte man kaum Ersatzteile, man kann kein Sprit. Das kennt man ja heute noch, wenn man mit irgendeinem lustigen Auto in die Werkstatt, Kfz-Werkstatt fährt und hat irgendwie ein Problem. Und sei es nur ein beschissener Scheibenwischer. Dann sagt der Kfz-Mensch oft schon, ja, du hast einen, hast du nicht gesehen, Baujahr hast du nicht gewusst. Dafür brauchen wir Ersatzteil XYZ. Ich gucke im Katalog nach. Zwei Wochen Bestellzeit. Jetzt stellt euch vor, ihr seid an der West- oder Ostfront irgendwo. Und da steht da irgendeine Karre vor euch. Dann sagt der Kfz-Mechaniker, Scheibenwischer ist sowieso schon mal nett. Windschutzscheibe ist auch nett. Stell dich nicht so an.
Hauptsache das Ding fährt. Und also das Problem war halt einfach dieses Sammelsurium. Und das wird ja nicht besser, weil die Deutschen ja lustigerweise so, ja, so ein Panzer ist ja irgendwie doof. Lass uns doch verschiedene Typen bauen und verschiedene Sturmgeschütze und sowas. Ist doch egal, machen wir halt einfach mal. Hat die Situation nicht verbessert. Sprit war so scheiße, knapp. So, auf jeden Fall, Ardennenoffensive, alles wurde zusammengecut, wurde da losgeschickt, man sollte halt irgendwie durchbrechen. Langfristig Planung war da so schon nicht mehr. Das Ganze war eine Verzweiflungsoperation, hat den deutschen Osten völlig entblößt, das hat den Sowjets riesen Lücken geöffnet, die sind ja auch schmerzfrei durchgeballert, die haben sich vor Glück überhaupt nicht mehr eingekriegt. Das große Rennen zwischen den Westalliierten und Ostalliierten, wer ist zuerst in Berlin und hängt Hitler an den Eiern auf, haben die Russen natürlich einen riesen Bonus gehabt, weil die Deutschen haben ihre ganzen Truppen nach West gekarrt. Die Wehrmacht ist bald explodiert, hat sich aber nicht mehr getraut, was zu machen. Kurz vorher, ja, kennt man. Ja, Juli 1944 lief nicht so gut, der militärische Widerstand hat es verkackt, sind massenweise hingerichtet worden und hatte danach die Wehrmacht nichts mehr zu melden gehabt. Die Waffen-SS hatte endgültig das Kommando an sich gerissen, beziehungsweise hätte sich eh keiner mehr was zu mucken und daraufhin, aber die halt noch einen klaren Verstand hatten, haben gesagt, ey, der Krieg ist verloren. Gut, der Krieg war schon Ende 42 Thema durch. Aber wenn wir den Krieg schon verlieren, dann sollten wir doch wenigstens die Sowjets davon abhalten, den deutschen Osten völlig abzufackeln. Was daran liegt, es ist ja jetzt halt so, dass der sowjetische Soldat in irgendeiner Art und Weise freundlicher oder weniger freundlich ist als der deutsche, amerikanische oder italienische Soldat. Gut, der italienische Soldat ist halt der Langstreckenläufer von allen. Aber der russische Soldat hat einen besonderen Groll gegenüber den deutschen Soldaten, weil man ein paar Jahre lang, die Russen haben ein paar Jahre lang ein Heimspiel, um es mal so auszudrücken. Das hat Westrussland nicht gut getan, dieses Heimspiel. Hat eine Menge Todesopfer gefordert. Die Russen waren nicht gut gelaunt und wollten das Ding auch nochmal in Deutschland so gegen Auswärtsbesuch machen. Dann hat die deutsche Wehrmacht gesagt, wenn wir die lassen, in unsere Gebiete lassen, die putzen da durch, davon holen wir uns nie wieder. Haben sie auch nicht. Könnt ihr euch heute noch angucken, fahrt mal nach Ostpreußen. Sieht immer noch scheiße aus. Und deshalb hat die Wehrmacht gesagt, lass es doch die Osten bremsen, ist es doch besser, die Westalliierten besetzen uns, die sind nicht ganz so pissig auf uns, als dass wir die Sowjets reinlassen. Aber Hitler ist halt ein Arschloch gewesen und die ganzen fetten und dämlichen Idioten in seiner Führungsriege waren nicht besser. Deshalb finde ich es immer so saulustig, wenn irgendwelche deutschen Rechten mir irgendwas erzählen wollen, von wegen, Hitler ist saugeiler Typ. Alles klar, nimm die Scheiße aus dem Gehirn und denk nochmal neu nach. So, auf jeden Fall, Ardennenoffensive war Blödsinn, war von Anfang an Blödsinn, hat deshalb nicht funktioniert. War für die Westalliierten dann aber trotzdem nochmal ein ordentlicher Tritt in die Nüsse, weil damit kein Schwein gerechnet hat, dass die Wehrmacht echt nochmal auf die Beine kommt und im Winter angreift. Die haben auch nur deshalb im Winter im Schnee bei Nacht angegriffen, weil bei Tag wären sie platt gebombt worden. Deshalb haben die nachts angegriffen im Schnee. Sobald es aufgehört hat zu schneien und der Himmel wurde klar, war das Ding gegessen. Da kamen nämlich die alliierten Jagdbomber und dann war Polen offen. Also Polen war eh offen, aber ja, so, jetzt spielen wir. Aber ich habe gedacht, ich sag mal was dazu. Nein, mich schreckt das immer auf. Dieser ganze Kack, der da immer abgeschwätzt wird von irgendwelchen Laien, die sich da gegenseitig ergötzen von, oh, der Tiger 2. Ja, toll, interessiert aber keine Sau, der Tiger 2. Der war zu langsam, es gab nicht genug davon und wir hatten vor allem keinen Sprit. Und zu dem Zeitpunkt waren die meisten erfahrenen deutschen Panzersoldaten schon in Russland beerdigt, mehr oder weniger. So, was? Ja, hä? Okay, so. Das Rennen zur Mars. De Monti. Alte Pappnase. Ja, und der Bradley. Ja, der Menschen, dann nehmen wir den als Gegner. Der nix könne. Ich könnte eigentlich mal wieder Bridge to Far gucken, die Brücke von Arnheim. Das amüsiert mich jedes Mal wieder aufs Neue. Immer noch irre laut. Also die Karte ist relativ überschaubar. Ich habe gerade mal versucht zu scrollen. Das ist tatsächlich so der Kartenausschnitt. Mehr haben wir nicht.
Nee, ich will die noch dazuziehen, die aus Trier. Ich will ja mit zahlmäßiger Überlegenheit angreifen. Von Trier aus und von Kruchten. Warum geht denn das jetzt nicht? Nein, es will eben nicht. Ich will da jetzt Dingsbums. Ja. So, verstehe ich nicht.
Ah, jetzt check ich das. Weil das Brücken sind, kann da immer nur ein... Ah ja, okay, okay, okay. Ja, aber der kann doch jetzt noch rüber. Hallo? Nein, der kann doch jetzt noch... Ich kann doch vom Norden angreifen und von Süden. Der Panzer, die erste SS kann doch bei Elsenborn über die Brücke und sich mit der 12. SS, die vom Monschau kommt, vereinen. Dann machen wir ein Sandwich. Soll ja die Scheiße. Jetzt bin ich aber sauer. Also das nervt mich gerade, dass die 1. und die 12. SS-Panzer sich nicht vereinen konnten und die 102. Kavallerie nicht rauspeitschen konnten aus Elsenborn. Das ist unglaubwürdig. Was ich zu Schönberg sagen will, das ist die 150. ist natürlich keine Panzerdivision. Ja, die 150. ist diese Panzerbrigade von Unternehmen Greif. Das waren Freiwillige, die unterstanden der Waffen-SS, hier Scorzini. Das waren Operationen. Die sollten sich als Amerikaner, also ein Teil dieser 150. sollten sich als amerikanische Soldaten ausgeben, haben dann Uniformen geliefert bekommen. Das lief alles so lala. Zuerst haben sie sich britische Uniformen bekommen aus dem Kriegsgefangenenlager. Das funktioniert also schon mal nicht. Dann sollten die amerikanische Panzer verwenden. Die hatten genau zwei Schirme. Einer ging unterwegs kaputt. Ich glaube, ein Wolverine oder sowas erbeutet. Also sie hatten ein bisschen amerikanisches Beutematerial. Das ging total in die Hose, das Ganze. Und zusätzlich hat die 150. als ernsthafte Kampf, also in Anführungszeichen ernsthafte Kampf, 15 Panther und 15 Stucks. Das war's. Und der Rest lief zu Fuß mit. Das heißt, die 150. Panzerbrigade ist eine Handvoll Panzer. Wir reden also nicht irgendwie von der Vorstellung von deutschen Panzer, man. Nein, da fuhren 15 Heinis durch Landschaft. Aufgeteilt in drei Trupps, a 5 Panther. A, 3x5 Stucks. Ja, also, trotzdem ist das irgendwie, also das gerade eben hat mir gar nicht gefallen, dass ich hier nicht vereint zuschlagen kann, gescheit.
Das ist eine eingekesselte scheiß amerikanische Infanterie, die gegen deutsche Infanterie und Panzerverbände ansoll. Zumal die 106. nicht mal Veteran. Also leck. Oh, warum kann ich die denn nicht unterstützen mit, oh, mit der Panzerlehre? Die können die nur jetzt einwandfrei in die Rücke fallen. Die 4. US steht mit dem Rücken zum Fluss gegen 3 deutsche Verbände. Ja, ist klar. Die US-Panzer haben sich in Malmedy eingegraben. Theoretisch, wenn ich wüsste, dass die deutschen Panzerschrecks haben und Haftladungen, müssten sie eigentlich in der Dunkelheit problemlos die Panzer, die ja nicht wirklich operieren können, dem Gelände eigentlich ausschalten können. Ja, so schnell ist es rum, gell? Also, es ist natürlich ein rundenbasiertes Strategiespiel, was wieder grafisch ultra einfach gehalten ist, aber das macht bei einem schönen Strategiespiel sowieso schon mal nichts aus. Das, alle Veteranen von Panzergeneral stimmen mir da sofort freudig begeistert zu. Oder die Hearts of Iron Veteranen von 1 bis 4. Gut, 4 ist mittlerweile ein bisschen sehr bunt. 1 bis 3, die wissen, was ich meine. Damit habe ich auch keine Probleme. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass ich die nicht gescheit zusammenstellen kann, dass ich halt nicht zusammen operieren kann. Es ist unglaubwürdig, dass ich nicht einen Angriff koordinieren kann von zwei befreundeten, also von zwei Einheiten, die im benachbarten Terrain stehen. Also wenn jetzt nördlich von Monschau die 12. SS steht und südlich von Monschau steht die 116. oder von mir aus auch die 52. Volksgrenadier. Die müssen kein Pferd mehr losschicken mit einem Meldereiter. Die haben Funkgeräte. Wir hatten keinen Sprit, wir hatten keine Munition und wir hatten echt keinen Bock mehr. Aber wir hatten Funkgeräte. Und die haben damals besser funktioniert als die heutigen von der Bundeswehr. Also, das ist unglaubwürdig, dass da keine Koordination stattfinden kann, dass man sagen kann, jawohl, wir greifen Monschau von zwei Seiten gleichzeitig an. Nee, wir greifen erst nördlich an, kriegen aufs Maul und dann greifen wir südlich an. Also, das finde ich irgendwie scheiße. Abgesehen davon, wenn ich eine amerikanische Infanterie, die bekanntermaßen unter anderem ein Grund, warum man begeistert da angegriffen hat, war, man wusste genau, dass da gerade Wachablösung, also abgelöst wurde. Da waren Grünschnäbel, ja, das waren Kacknoobs, um in Gamersprache zu bleiben. Also ein Großteil der amerikanischen Infanterie waren keine Veteranen, die da lagen.
und sich aufs Weihnachtsfest vorbereiteten. Also nein, ernsthaft, also wir reden hier von amerikanischen, unerfahrenen, leicht bewaffneten Infanteristen, die mitten im Wald hocken und dann kommen halt einfach mal, also hier unten gerade im Süden, diese Schlacht, da greifen drei deutsche Infanterieverbände an, aus zwei verschiedenen Richtungen. A, dauert es ewig, sie zurückzudrängen, gut, von mir aus, lasse eingegraben sein, brauche so ein bisschen. Ja, das heißt, wenn die Deutschen ein bisschen Feldartillerie, Mörser, Granatwerfer zur Stelle haben, braucht man trotzdem ein bisschen, bis die Amis da rausgebombt haben aus den Stellungen. Nichtsdestotrotz ist es total unglaubwürdig, dass die Amerikaner dann zurückgedrängt werden, mit dem Rücken zum Fluss stehen und immer noch nicht zerschlagen in die Einheit, wenn drei Deutsche nachrücken. Also das ist Käsekuchen. Also das Szenario mit der Ardennen-Offensive wurde ja schon häufig in verschiedenen Strategiespielen aufgegriffen. Ich finde, das hier hat einen ganz schönen Ansatz. Ich finde auch die Idee mit den Runden über den Tag hinweg und immer abwechslungsweise, die Deutschen haben halt die Morgenstunden und so, das finde ich alles ganz hübsch durchdacht. Aber im Endeffekt finde ich also Pluspunkte in der A, aber Abzüge in der B-Note, um es mal so zu sagen. Finde ich trotzdem ein ordentliches Strategiespiel. Es ist jetzt kein AAA-Titel, das ist klar, aber so für zwischendurch mal ein bisschen Spaß habe Strategie. Es ist halt auch, wie gesagt, dieses eine Szenario, eine recht überschaubare Karte. Ist aber knifflig, natürlich, weil die Deutschen haben eine beschissene Ausgangssituation und generell eine beschissene Situation. Das hat seine Herausforderung. Also, schöne Sache. Und ich hatte die Gelegenheit, euch mal wieder so richtig militärhistorisches Ohr abzukauen. Das freut. Ich werde euch natürlich wieder ein paar schöne Buchempfehlungen und sowas noch dazu heften. Kennt ihr schon das Ding? Ja, im Faktor gehen sie ja schief. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, wir wandern weiter. Das ist Battle of the Bulge. Bescheuerter Name, ich bleib dabei. Macht's auch nicht besser, wenn man es übersetzt. Ardennen-Offensive hört sich dann einfach doch besser an. Für mich ist halt die Schlacht um Bastogne. Da sind wir übrigens heute mal hingekommen. Also dann, macht's gut, bis bald. Tschüss.